Hallo Sammlerfreunde, heute möchte ich euch einen Solidus des Kaiser Konstanz des II. Vorstellen, den ich vor einiger Zeit hatte ersteigern können. Vor Jahren noch konnte man viele byzantinische Solidus noch relativ günstig, also nahe am Goldpreis erstehen. Diese Zeiten sind vorbei. Der Vers zeigt das frontale, bartlose Porträt des Kaisers mit einer Kreuzkrone, begleitet mit einem Glamis. Das Glamis war in griechischer Zeit ein kurzer Reitmantel gewesen und entwickelte sich zunächst von einer militärischen Tracht in spätrömischer Zeit zu einer zivilen Tracht, wenn man das so vereinfacht über ein Kleidungsstück behaupten kann. Mit der rechten Hand hält der noch recht junge Kaiser einen Kreuzglobus hoch. Kaiser Konstanz wurde am 7. November 630 nach Christus geboren und wurde im Herbst 641 als 11-jähriger Kaiser auf den Thron gesetzt. Diese Münze wurde im Zeitraum 641 bis 644 nach Christus in einer Goldmünzstätte in Konstantinopolis geprägt und zeigt also den Kindkaiser. Die Amtsgeschäfte führten bis zum 18. Lebensjahr des Kaisers Senatoren, Beamte und hohe Militärs, was für einen gut funktionierenden Beamtenapparat spricht. Die Aversumschrift lautet: Unser Herr, Konstantinus, immerwährender Kaiser. Der offizielle Name des Kaisers lautete Konstantinus, doch scheinen ihm bereits seine Zeitgenossen aus ungeklärten Gründen Konstanz genannt zu haben. Die Gründe dafür sind nicht bekannt. Von dem Aversbild des jungen bartlosen Kaisers gibt es im Katalog Sommer 6 verschiedene Typen, davon 2 mit kleineren Kopf und Typ 12.1 und 12.2 und 4 Typen mit größerem Kopf, Typ 12.3 bis Typ 12.6. Der Revers zeigt ein Krückenkreuz auf 3 Stufen, darunter steht Konop K. Konop steht dafür, dass diese Münze nach dem Standard von Konstantinopel geprägt wurde, sagt aber nichts über die Münzstätte aus. CON steht für Konstantinopel und das nachstehende OB steht als Zahlzeichen für die Zahl 72. Seit Kaiser Konstantin dem Großen bestand der Münzfuß des Solidus aus 72 Solidi auf ein römisches Pfund mit einem Gewicht von 0,325 Kilogramm. Die genaue Bedeutung des folgenden Buchstaben K ist mir nicht bekannt. Die Reverslegende lautet Victoria Augustus. Am Ende steht der griechische Buchstabe Theta als Zeichen für das 9. Offizin, das diese Münze geprägt hatte. In der Moneta Aurea von Konstantinopel, in der Goldmünzstätte der Hauptstadt, gab es 10 Offizinen, die mit den ersten 10 Buchstaben des griechischen Alphabets gekennzeichnet waren. Das Auktionshaus stufte diese Münze in der Erhaltung als vorzüglich ein, was bei den Byzantinern generell immer so eine Ansichtssache ist, weil deren Prägungen vom Standard reichsrömischer Prägungen weit weg waren und der hier verwendete Stempel meiner Meinung nach schon leichte Schwächen zeigte. Als Information für Interessierte, was nach einem Zuschlag noch zum Endbetrag aufgeschlagen wird. Der Ausschnitt aus meiner Rechnung. Der reine Tagesgoldpreis der Münze lag am Tag der Auktion, wenn man eine antike Goldmünze in die Nähe vom Stöden Anklagegold drücken möchte, bei etwa 267 Euro. Also mit weniger als 300 Euro über den Materialwert schlug das Alter von gut 1370 Jahren zu Buche.